So, servus und guten Abend. Heute zum Transportfieber gebastelt. Haben wir erwartungsgemäß nicht so viele Zuschauer. Ist zwar ein bisschen schade, aber es kommt vielleicht auch noch, hoffe ich doch. Moment sind es 4 Leute. Zumindest die 2, die ich in meinem Chat sehe, werde ich gerne natürlich einmal begrüßen. Den Kellerin, guten Abend und natürlich auch den Andreas Dangl. Liebe Grüße nach Wien. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr werden, aber soll es einfach einmal so sein. Dann nehmen wir mal das Standbild hier raus und dann könnten wir eigentlich schon loslegen, glaube ich einmal. Ich lade jetzt einfach mal den Livestream, die nächste Folge der EID Eisenbahn in Deutschland. Servus, guten Abend und der rote Stein ist auch da. Jetzt geht das schon wieder los. Einer meiner Moderatoren und Mitglieder. Hallo, roter Stein. Guten Abend, moin. So. Ich habe jetzt offline, muss ich ganz ehrlich sagen, mal am Wochenende mal ein bisschen rundum gebastelt. Da habe ich mal versucht, mit den beiden Mods, mit der Flying Junctioners, da irgendwas zusammenzubasteln, aber das mit dem Ding, das ist überhaupt nicht gegangen. Die habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr drinnen, weil man den Streckenabschnitt da nicht hinbekommt. Weil die Flying Junction ist entweder viel zu lange und bringst auch nicht diese Kurve rein, die ich da brauche. Und wenn man es anders macht oder was, schaut es erst einmal katastrophal aus und du kriegst, wie gesagt, diese Kurven da in dem Ding gar nicht hin. Jetzt muss ich mal schauen, ob man das irgendwo mit der normalen, was heißt normalen, mit Track Design Pattern Mods mal hinbekommt. Aber ich sehe da auch ein bisschen schwarz, weil das alles zu eng liegt. Ich hätte da schon einmal noch eine ganz andere Idee, aber jetzt schauen wir mal, mit der irgendwas hinbekommen. Der Hologramm 077 ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Weiteres Mitglied hier als Zuschauer. Heute Abend dabei. Hallo. So, jetzt reißen wir mal das erste Mal die Straße weg, weil die können wir dann ja noch anders anbinden. Es ist halt einfach immer schade, dass man das nicht so hinbekommt, wie man es gerne hätte. Also Bodenwelle drinnen, das ist irgendwie so, das Eck ist auch so etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Da muss ich jetzt echt mal schauen, wie wir das am schönsten hinbekommen. Und das eine Gleis ist ja kein Problem, nicht, oder was, weil man das kann man ja leicht hier mit, kann man mal einen 160er nehmen, komm. Liebes Mäuslein, ich hoffe, dass ich es mit den Gleisgeschwindigkeiten auch ein bisschen besser hinbekommen in TPF2. Da bin ich auch mal gespannt. So, schauen wir mal, weil die kann man jetzt einfach mal so hinziehen dort. Das ist jetzt das kleinste Problem und dann da das ganze Weichenvorfeld dementsprechend einmal anpassen. Das ist ja da kein Ding, sage ich jetzt einmal. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch, weil da haben wir ziemlich nah am Bahnhof, wenn man da ein schönes Weichen- oder Gleisvorfeld bauen will. Da kommst du natürlich da auch nicht mit einer mordsmäßigen Brücke hin. Und Unterführung, glaube ich, da unten durch ist in dem hügeligen Gelände auch mehr wie schwierig, glaube ich. Man könnte es ja nochmal probieren, aber das eine Gleis dann oben drüber zu bauen, so wie da und daneben dann unten drunter, das halt so cool wirkt, ich weiß es nicht. Der Luke 00 ist da, hallo. Tritra-tralala, der Luke 00 ist wieder da, servus. Immer noch in Schweden unterwegs oder wieder in der heimischen Schweiz. Und wir machen heute einfach wirklich mal eine weichende Ausfahrt, sag ich jetzt mal, eine ausweichende Ausfahrt sozusagen. Ehrlich gesagt, da zu wenig Plan, oder was, wie das wirklich so reell in Deutschland ausschaut. Aber wenn das eh die Durchfahrtsgleise sind, dann müssen wir da eh noch. Morgen geht es Richtung Schweiz, wieder in die Heimat für den Luke 00. So. Ja, ihr habt echt keinen Plan oder so, aber Gott. Jetzt probieren wir mal echt das mit den Weichen. Mal dann, dass wir das Ding da einmal rausbekommen, mal kurz.
Ja, die Ausfahrt auf dem Hauptgleis, bei den Durchfahrtsgleisen müssen wir eh noch anders gestalten. Ja, mit der Planierrampe, ja genau, das habe ich auch schon gesehen. Das geht so schön, wenn man einen Bahndamm hat und alles. Das kann man wirklich schön machen. Das wäre da jetzt was für die Straßen dann einmal drunter gewesen. Das habe ich auch schon beim Hans Dampf gesehen, ja. Lars Christensen ist da. Oh, das nächste Mitglied ist online. Hallo, guten Abend. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal testweise. Es wird einfach mal nur gebastelt. Ich habe euch ja schon gewarnt davor. So. In der ICES ist das ein Springer ICE. Ist jetzt weggesprungen. Und wir haben jetzt mal ganz kurz da mal alles na, den will ich nicht weg. Oh na, komm. Na. Ein bisschen hinzoomen auf das Brücklein. Weg, so. Na, dich nicht. Jetzt nehmen wir mal die grobe. So, jetzt schauen wir mal. Neue Ladecounter, lol. So. Bahnhof raus. Gleis 80 für die Durchfahrt. So. Nicht ganz, aber. Da brauchen wir Highspeed, zumindest mit 200. Ja, da haben wir jetzt schon wieder diesen Hügel da drin. Das. Nee. Das kommt später noch. Ein bisschen gerader bauen. So. Das ist auch schon wieder genau da doof. Das weiß ich jetzt schon wieder. Das muss etwas gerade oder runterkommen da. So. Ach, Kinderlein. Na. Wie heißt immer so schön in kleinen Schritten bauen dann wieder mal so. Das ist jetzt eine zu große Kurve da wieder, das ist nicht schön und gerade. So, dann machen wir halt das Ganze da noch ein bisschen weg. So, jetzt. Das kommt ja eh dahin. So. Das heißt, das legen wir jetzt mal bis mindestens dort an. Das müsste jetzt eh passen. Geh mal weg da. So, und dann gehen wir mit dem. ...140 wäre gut. Das denke ich mir jetzt wieder genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Wenn er eine bauen, oh Gott, das müssen wir mit der Höhenanpassung dann auch noch. Bisschen darüber ziehen. So, der Flo LPs Ara, moinsen, Servus. Da können wir sogar noch ein bisschen weiter umgehen.
Das geht noch ein bisschen schneller hier. So, das probieren wir jetzt einfach mal. Die Anpassung können wir ja dann immer noch machen. So. Das heißt, die Schiene muss da einmal raus, weil das wären jetzt mal die zwei Hauptgleise. So. Dann müssen wir jetzt das zweite Gleis. Jetzt aber nicht der Ernst, oder? Komm, hey. Ah, das muss anders einrosten, sonst wird das nix. Das wird so nix. Das muss schön einrosten. Genau, jetzt hat. So. Und dann kommt nämlich da gleich. Und wie lange das wir jetzt ziehen können, da gleich eine rein. Kannst du mich von da gleich darüber donnern und zur Not machen wir das gleiche noch eine Weiche daneben. Ein Gleis daneben wollte ich natürlich sagen. Und das ziehen wir jetzt auch noch ein bisschen länger. Dann schauen wir mal, wie weit. Das ist zu weit. Das passt doch. So. Dann müsste nämlich das jetzt schon mal ein bisschen besser angeschlossen sein. So, und dann kicken wir mal. Müssen wir es bloß mal bis zum Bahnhof der Vierer ziehen, damit das Ganze auch wieder einigermaßen begradigt wird. Komm, bau. Das muss man jetzt einfach wieder Gleisverlegungen machen. Das passt jetzt natürlich vom Anschluss her nicht, aber da geht es jetzt darum, dass er das Gelände begradigt, das liebe Spielchen. Damit das hier mit den Anschlüssen her dann passt. Oder dass wir da mit den Gleisen ein bisschen gerader sind, weil sonst bist nämlich da mit den Gleisvorfeldern nämlich wieder sonst ausgeschmiert. So. Ah, das müssen wir dann noch machen. Geht noch nicht, oder? Ah. Mal gleich mal ein bisschen weiterziehen, da so als kleinen Gag gleich mal zwei Gleise da weiterlegen. Kann man nämlich später dann irgendwas für Abstellungen machen. So. Das müssen wir jetzt halt wieder wegreißen. So, und zwar alles bis da vor. Das muss alles mal nochmal weg hier. So. Weg, 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 weg. So. Jetzt kann man nämlich schauen. Da haben wir ein bisschen Snow drauf wahrscheinlich. Das ist jetzt mit dem Ding, da werden wir keine Doppelkreuzungsweiche mehr einbringen. Nein, nein. Nichts wegreißen. Bin ja froh, dass dort nicht ist. Du, wo spielst du? Da will er was wegreißen. Hey, wohl wahnsinnig. So, einmal darüber. Dann gucken wir einmal darüber. Ich meinte das andere darüber. Also X. So, von dem unten. Na, da kommen wir eh da oben von. So. Das heißt, von dem Gleis brauchen wir jetzt da eine rüber. Und da eine rüber. Und dann möchte ich jetzt mal schauen, ob wir da noch eins rausbekommen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen schöner anlegen. Ich sagte schön anlegen. Nicht daneben, nicht sonst was, sondern genauso. So. Und zwar kann man da vielleicht so einen Nahverkehrszug oder S-Bahn dann irgendwas abzweigen. Wir zweigen uns noch eine S-Bahn ab. So. Ja,
Ja, das Gleisvorfeld da, das können wir ja später auch nochmal viel besser gestalten, aber das gefällt mir mit der Abzweigung da oben. Das einzige Problem ist halt, du musst da mit dem Zeug da auch wieder dann so rauskommen, dass wir dann vielleicht auch da mit irgendeinem anderen Zug noch rüberkommen, weißt du? Zumindest so. Genau, und da oben kann man dann direkt da nochmal eine Abzweigung, eine Auszweigung, einen Abzweig. So. Ja, das geht sogar. Ich bin ja hin und weg. Jetzt, wenn man das da wieder nach da oben zieht, das passt auch schön. So. So, und den Rest kann man dann einmal ausgarnieren, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Dann kann man die oberen Gleise da zum Beispiel, die zwei da nochmal für da oben nehmen und das andere Zeug kann man dann nochmal nehmen, da in die Abstellung raus und kann da irgendwas aufgleisen. Also kann da ein Depot hinbauen und was weiß ich alles. Ja, das passt doch. So. Das ist von dem drüberen Gleis einmal darüber, einmal darüber, einmal darüber, einmal darüber, einmal darüber. Also der kommt auf alle Gleise hin. Von innen wie nach außen. Genau, und da können wir das Ganze auch nochmal bis zum Bahnhof vorziehen. Dann kann man nämlich da auch was abstellen. Das würde ich sagen, machen wir da auch noch. So. Kann man das Ganze da oben mal ausplanieren, noch wenn es ist. Dann machen wir jetzt da dann in der Einfahrt noch eine Weiche rein. Und da noch eine hinaus. Dann ziehen wir das auch noch ein bisschen länger da rüber. Aber das müssen wir jetzt eh wieder bis ganz vormachen. Gleicher Trick wie immer, weil sonst begradigt es ja nicht die Fläche da. So, Monster nehmen. Noch eines. Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht mehr so auf den Chat gucken kann. Ist alles der Christian Gutscheißer oder? Hallo! Moin, moin! Moin, der FC Bayern gucken. Bei. Muss den FC Bayern. Der Bastelix, ja. Hallo! So, dann basteln wir mal weiter mit dem Bastelix. So. Asterix kostet fast nichts, du wirst die Werbung. So, auch gut. So, dann geht's da vorne noch mal raus. Daran. Darüber. Alles hätten wir jetzt eigentlich auch. Das machen wir daran. Dann kommen wir nämlich da auch ein bisschen noch vor. Und dann geht der da hinein. So, da dann alles Weichen einbauen, das wird ja lohnen, das wird mal Spaß. So, aber so ungefähr müssen wir da mit halt dann beim Durchfahrtszeug dann ein bisschen was reinbauen oder so, aber das ist schon mal nicht schlecht. Kann man, wie gesagt, dann da alles schön mit Depots noch umbauen und fertig und das schließen wir jetzt auch gleich mal da an. Da machen wir das genauso, das heißt, da werden wir aus der Strecke. Einmal hier rausfahren. Gerade können wir den da noch vorbei. So. Das gräbt mir wieder zu viel. Obwohl, da kann man
Das Eisenband halt ein bisschen aus. Ja, warte mal, das glaube ich geht. Weil nämlich. Mit dem kleinen Rowenta-Bügeleisen. Ja, lieber Autosave, mach mal dein Ding hier. Und schaut das nämlich, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm aus da. Ja, ich habe leider zurzeit ein wenig Zeit fürs Fitnessstudio. Sonst könnte ich dem Großmeister, dem lieben Hans Dampf, Grüße nach München, mal ein bisschen besser über die Schulter gucken. Das ist also Entspannung im Fitnessstudio. Hans Dampf gucken. Das ist entspannt beim Schwitzen. So. Der von da nämlich auch wieder keine weichen Hügel drin sein, hoffe ich doch. Meine Lieblinge. Und eine meiner Lieblinge. BÜ-Hügel und Weichensprünge, also I'm loving it. Das du schon. Ja, das kann man mit Sicherheit auch noch mit irgendwelchen Mods ausmodden. Aber das kommt dann immer noch wie how I pimp my Transport Fever Map. Einmal mit dem Rowenta Bügeleisen. Aus dem Hause Philips. Na. Bügel, haha, ja genau. Kannst du den Kanal beim The Maverick macht Transporting? Kennst du, na? Es bin also auch nicht ich. Ja, das glaube ich. Das kann man auch nochmal gerade bügeln und dann läuft das auch. Jetzt müssen wir sowieso mal eins machen, weil ich glaube, die armen Jungs da, die können wir mal. Die werden wieder nichts finden. Die muss ich offscreen mal irgendwo in ein Depot schicken. Aber das wird schon mal. Kann man so schön unter Tunnelung machen als für die Stadt und darüber bauen drunter. Ja. Da haben wir schon mal das erste Gleisvorfeld einigermaßen verlegt. Können wir einen kleinen Industriebereich irgendwo hin, dann wird das schnuckelig, würde ich sagen. Und oben haben wir auch richtig drinnen, da kommen wir dann auch in die Strecke rein und aus der Strecke rüber und raus und fertig. Ja, das passt doch. Dann haben wir jetzt eigentlich mal mit den grundlegenden Sachen von der Bastelei zu Ende, würde ich mal sagen. Weil wie gesagt, das mit den anderen Strecken oder mit dieser Megacity da unten, das wird dann einmal, das kommt später. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles angeschlossen, weil dann kann man wirklich mal anfangen. Dass wir da dann einmal Linien ziehen. Das müssen wir auch noch ein bisschen schöner machen da. Das ist ja auch noch sehr, sehr grob da, aber genauso wie da. Aber da müssen wir jetzt dann wirklich mal von einem Bahnhof ausgehen, zentral, und müssen wir dann einmal mit den Linien starten. Bügel, haha. Das gefällt mir schon wieder. Bügel, haha. Bügel, aha. So. Was könnten wir denn jetzt als nächstes in Angriff nehmen? Aber wie gesagt, die Dieselstrecke ist fertig, das haben wir auch schön zurückgebaut. Windenden, da ist alles angeschlossen, da unten sind wir überall, da geht es auch alles rüber. Die Strecke, da haben wir auch vorbei. Da haben wir auch diesen schönen Abzweig an alles gemacht mit diesem Kopf machen da. Da geht es da einmal schön an den beiden Flussenden entlang. Das müsste auch angeschlossen sein, ja. Da haben wir auf beiden Seiten einmal durch. Das geht nach da unten. Da haben wir gesagt, bauen wir vielleicht einmal irgendwo da hinten einen Airport hin. Haben die da selber schon wieder drüber gebaut. Ich baue noch nicht über Schienen, oder war ich das?
kann man zumindest mal die Straße noch ein unvollendetes Werk verewigen. Aber bei den Städten nehmen wir mal erst ein bisschen Vanilla. So. Oh, kleiner Moment, der Co-Moderator will rein. Ja, grüß Gott. Ja. So, jetzt sag mal was. Nein, will er wieder nicht. Einmal rüber aufs Fensterbrett. Kennen wir ja schon, oder? Ups, und weg ist er. So, die KI baut auch über Schienen. Das war eine Maxi-Hop, so wie ich. Den kennen wir doch schon jetzt. Meister Max Bengalentiger. Weg ist er wieder. Unser zweites Findelkind aus dem Garten, wenn es mal jemand sehen will, unsere Lucy. Aber jetzt mal so kleines Fotoserie auf Instagram, so das erste. Das erste Foto oder Dinge mal mit Instagram einmal gemacht. Die war schon mal in einem Let's Play zumindest zu hören, glaube ich. Sehr schön. So. Müssen wir mal direkt schauen, mit was wir jetzt da mal direkt starten können. Hat es denn da mit den Weichen aus? Das ist auch noch. Aber gesagt, die Bubis müssen wir mal alle in. Ah, da waren zumindest Depots. Schauen wir mal, ob die Bubis alle in Depots können. 1, 2, 3, 1, 2. Das sind Trambahnen. Aber ich glaube, da haben wir die Depots auch wieder irgendwo mal entfernt oder sowas. Die wollen wahrscheinlich eh alle nicht. Ah, genau. Da haben schon mal zwei, die nichts finden. Die finden auch nichts. So. Jetzt drehen wir die zwei Burschen einmal, da geht gar nichts. Der müsste einen Weg ins Depot finden, der müsste einen Weg ins Depot finden. Der hat einen Weg ins Depot, der hat einen Weg ins Depot. So, dann jumpen wir mal zu dem Burschen dahin. Was hast du, da wart ja freie Wege. Wo ist er denn, der Junge? Unterirdisch? Ah. Der kann nicht, oder was? Die wären aber alle da. Oh, da hinten waren noch welche. Achso, die müssen jetzt erst wieder auf die andere Weichenseite umkommen. Der zumindest, glaube ich, oder? Ja. Die Depots sind in der Gegenrichtung. Weil wir die nämlich auf Einbahn gestellt haben. Jetzt können die nämlich nicht, so wie sie wollen. Die Linie müssen wir dann nämlich immer löschen. Trainfieber nochmal spulen, oh ja. Ich weiß nicht, es kann sein, dass sie auch mit irgendeinem Patch wieder, seitdem es irgendeinen Patch gibt, dass die Wicke da wieder drüber bauen. Also das. Das kann durchaus sein, aber ich weiß halt oder ich glaube halt, dass sie früher nicht über. Straßen gebaut haben. So, das schlängelt sich jetzt da hinein. Der kann. Wenn der da kann, dann müsste der da auch können, wenn er da. Na, da kann er wieder nicht raus, oder? Hui, hui, hui.
Dann im Tunnel eine gebaut, eine Weiche. Nee, ich kann da nicht reingucken. Nein, da ist keine drinnen. Müssen wir jetzt direkt einmal ganz kurz, vielleicht irgendwo kurz. Jetzt am Senkepitch. Ach Spaß, die Maps, das Ding auch schon ist die Map, ja, das glaube ich ja. Das hat was mit Bäumen zu tun. Also wir müssen mit Kämmer ein wenig länger bauen. Jetzt bin ich im Moment ein wenig planlos, ich gebe es ehrlich zu. So, ich würde die Jungs mal von den Gleisen runterschicken. Wenn wir gut da rauffahren, bringt jetzt auch wenig Sinn. Weil das haben wir ja auch schon alles gefahren. Da oben die Stadt oder was, das kommt ja auch immer noch. Die weiterführenden Anschlüsse noch da unten nach zur sogenannten Mega City. Das wird mega. Und da fallen auch noch die ganzen Weichen um, weil das muss man auch auf den ganzen anderen Gleisabschnitt, müssen wir glaube ich auch rüberkommen. Also zumindest von den. Wobei da kann man eigentlich, da kommt man eigentlich rüber, gell? Aber zumindest ein Regio-Anschluss war mal von da. Kann man fahren nach da. Da muss man überlegen, wie wir von da weiterkommen. Da müssen wir nämlich einmal links weiter, einmal rechts weiter und zurück auch das Ganze wieder. Es geht dann nach da, da geht es auch wieder verzweigt weiter. Ja, nach da unten und nach da. Machen wir denn, wo machen wir einen Highspeed? Aber das ganze Zeitpunkt können wir wirklich mit Regios und mit. Linie 1 von da, noch über da, da, kann man noch da fahren und wieder zurück das Ganze. Eine Linie von da, kann man da auch wieder weiterfahren, bis hier runter. Könnte die zweite Linie, die dritte Linie dann da auch da hinüber bauen. Und sogar dann da weiter. Kann man einen Kreis bauen? Es geht da runter. Ah, kann man vielleicht auch Kopf machen oder so. Jetzt müssen wir kurz Licht einschalten. Moment. Oh, da brauchen wir jede Menge Schönbauklump, genau. Das ist richtig. Aber geht, glaube ich, keine Linie rundum. Und die Durchfahrtsgleise haben wir für den Güterverkehr später mal. Warum juckt mich denn heute immer das Näschen? Wenn wir von dort drei Linien starten wollen oder sowas, dann ist das ein Bahnsteig ist fast ein bisschen zu wenig. Da muss man das wirklich dann nochmal umbauen. Dass man wirklich von dem Gleis da auch noch umkommt. Aber dann den ganzen Fernverkehr über ein Ding schicken, ist natürlich auch doof. Und dann ICE unbedingt da einer. Gut, man kann den ICE in der einen Seite da einer fahren, aber da muss man mit dem anderen ICE auch wieder das ganze Gedöns da um. Macht ja auch keinen Spaß. Na gut, man kann mit dem natürlich auf der Seite nochmal zwei Gleise dran klatschen. Ist möglich. Ja, schauen wir mal. Also wenn, dann müssten wir eigentlich einen Achter draus machen. Da müssen aber die Durchfahrtsgleise. Hm.
Wo machten die jetzt Durchfahrtsgleise? Da nicht, wenn dann brauchen wir es. Momentus. So, wenn wir jetzt dem 8 machen, was macht dann dann? Wusch. Genau, verkehrt natürlich wieder. So wollte ich das nicht haben. Wenn wir bei den ersten umbauen, dann haben sie wieder da, oder? Das geht auch nicht. Dann müssen wir das wahrscheinlich so lassen. Bahnhofsgleise durchmachen, so. Schaut, dass es da nicht macht. Ne. Ist nicht schön. Ah, die anderen fertig ist in Wendingen. Was merkst du denn in Wendingen? Jetzt fangen wir mal da an. Das ist die erste Bahn auf dem Druck, jetzt gebastelt wieder weiter. Wahnsinn. Das bringt mir wirklich da vier Linien aus, jetzt sind wir da drei. Und das mit einem Bahnhof, mit einem Bahnsteig. Kannst du wieder halbe Doppelbelegungen machen, aber das ist ja Mist. Das sind wir wirklich D3 her. Und das mit ICEs oder sowas dann auf den beiden halten. Wenn wir nach da oben noch Regionalverkehr machen, ist auch bloß wieder ein Gleis übrig. Eine Linie von da, die darüber fährt und einmal die. Gut, man kann es natürlich auch machen. Genau, dann machen wir eine Linie, die bloß von. Die kutschiert nur Leute von A nach B. Und dann geht es von da aus einfach wickert mit einer Linie und dann verzweigt. Ah, ist doch eher ist kein Problem. Da müssen die lieben Leutchen halt umsteigen. Der umsteigende Zug kommt da an und fährt da wieder weg. So, der muss jetzt einigermaßen lang werden. Ultimate Station, ja. So. Bei den beiden Gleisen da hinten ist jetzt egal, weil die werden wir nicht verwenden. Was baust denn du da wieder zum? Du Spiel, du. Magst du wieder nicht hineinbauen da? Geht doch nur um die Optik.
Ah, geht's da nicht um, gell? Ja, schauen wir mal. Da müssen wir eigentlich das gleiche irgendwie machen. Wobei das jetzt eigentlich nur wieder der Optik dient, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die werden wir nämlich nicht benutzen auf der Seite. Die werde ich nicht benutzen. Das heißt, wir fahren mal vom Hauptgleis. Von dem Hauptgleis müssen wir einmal dann in das Gleis hier rüber. Das kann er von da außen, oder? Einmal da rein, dann geht es da gerade, genau. Und raus, wenn er wieder will. Dann geht es von da nach da. Das machen wir aber ein bisschen eher da. So. Dann kann er da nämlich wieder zurück. Dann fahren wir nämlich wirklich mit einer Linie nur von da unten nach da oben. Das wird wirklich so die erste. Was machen wir denn da? S-Bahn am besten, oder? Nur eine Station. Linien, so. Das wird aber kein Regionet. Das wird jetzt so die erste richtige Linie in dem Spiel. So, das wird die S. Nehmen wir die S01. Böblingen nach Dürrlewang. Nach Dürrlewang. So, die können wir jetzt wieder nicht miteinander verbinden. Gut. Das können wir mal rausmachen. Und zwar, du sollst einmal fahren. Da ist eine Doppelkreuzungsweiche drinnen. Also da dürfen wir mal schon kein Problem haben. Die möchte ich aber dann, wenn wir es wirklich fahren, dann können wir uns von unten nämlich auch noch S-Bahn frei halten. Das heißt, die muss hier in Böblingen ins Gleis 5. So, und da hinten soll die mit dem anderen, mit den anderen beiden Linien, wenn wir jetzt da rausfahren und fahrt alles in die Richtung raus. Jetzt auf dem Gleis da einer kommen. Nein, ich möchte zum Mittelgleis. Weil dann fahren wir links und rechts nach da außen. Genau, das ist besser. Das heißt, Dürrlewang müssen wir einer kommen auf Gleis 3. Möchte ich bitte ankommen. So. Und warum kannst du die Haltestelle miteinander verbinden? Ach so, du kommst da nicht zurück. Wenn jetzt den da draußen stehen lässt, bis der nächste kommt, dann muss er bis da außen fahren, bis er da wieder aufs andere Gleis kommt. Dann machen wir halt da einfach einmal bis dahin und daraus machen wir einmal eine Doppelkreuzungsweiche, genau. Da hinein, da hinaus. So dachte ich mir das. Genau. Das wird einmal die erste S, die wir haben. Die fährt dann von Böblingen nach da herüben. Dann können die Leute von Dürrlewang nämlich da auch zurückfahren und dann machen wir nämlich von Dürrlewang aus einmal von dem Gleis oder einem der beiden Gleise geht es dann nach da und einmal von den beiden Gleisen geht es nach da und da machen wir dann auch zwei Linien und zwar fahren die einmal dann da rein und einmal links weiter und einmal geradeaus und wenn wir da mal irgendwo dann die große City da unten hinbauen, dann kann man nämlich da von echter Dingen. Auf den beiden Gleisen gibt es dann da eine Kurve rüber in die andere Richtung. Genau. Genialer Plan, oder? So.
So, dazu müssen wir jetzt das Streckennetz dann da hinten ein bisschen anbinden. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt da eine etwas... Das wird mit den Höhen halt jetzt wieder vorher auch, das schaut wieder grottig aus. Ich weiß eh. Wenn ich schon wieder lese, Bau nicht möglich. Ja, ja. Die können wir wegtun. Keine Vectron, sondern wegtun. Vectron wegtun, so. Geradeaus. Geradeaus. Hallo, ich sagte geradeaus. Genau, so. Das ist geradeaus, liebes Spiel. Mal wieder rausgezoomt und wieder falsch gedreht. Ist, dass man da beim Schönbau einfach mit viel Hilfe von viel Gleisen halt das Ganze da ein bisschen begradigen muss und kann. Wenn denn der Mausklick funktioniert. So. Klick. Klick. So. Jetzt müssen wir da auch nochmal schauen, dass wir das Ganze... dass wir nicht in die Richtung wollen, aber damit es mal einigermaßen gleich eben wird, müssen wir das jetzt leider so machen. So, weg. So. Andere Gleise, andere Geschwindigkeiten. Ich möchte jetzt so mit 40 mal weniger hier fahren, weil das ist sonst, ich glaube, das wird sonst zu schnell. Und dann kann er da hinten mal mit 80 raus beschleunigen und dann geht es da hinten mal auf Streckengeschwindigkeit. So. Jetzt, was kann da noch weg? Das alles. Und das bauen wir jetzt bis da einmal noch mit 80 ran. Und da machen wir es jetzt mal so. Auch noch mal eine rein. Das braucht man zwar jetzt alles nicht unbeschlumpft, also unbedingt, aber ich bin schon wieder beim Radschlumpf. Nee, alle haben so still oder sowas, ja.
So, dann sollte das auch passen. Signale müssen wir natürlich dann anders setzen, das ist richtig. So, und da kommen wir jetzt an die ersten beiden Regios. Die nehmen wir dann R01 oder. Er fährt von da nach da. Können wir sogar auch zwei machen. Einen, der durchfährt und einen, der von da dann weiterfährt. Genau. Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir einmal, ja genau, Dürrlewang. So, Linien. Neu. Dann nehmen wir jetzt Türkis. Den nehmen wir jetzt R01 für Regio. Und zwar fährt der dann von Dürrlewang. Jetzt müssen wir uns dann schauen, wo der hinfährt. So, der soll von da nach da. Gut, das kommt jetzt aber, dann müssen wir die ganzen Gleise noch anpassen, nach da. Also das war jetzt mal die grobe Richtung, sage ich jetzt einmal. Und der soll in Dürrlewang wegfahren auf Gleis Dürrlewang, fahren wir mit dir weg auf Gleis 5 auf alle Fälle einmal. Dann müssen wir uns den da drüben anpassen. Gut, da haben wir erst begradigt zum Glück. Also das dürfte jetzt eher kein Problem sein. Weil du ja gesagt hast, da kann man sogar dieses kurze Gleis da mal nehmen dann. Ah, mal gucken. So, das wird doch schon sehr schön. Jetzt haben wir zumindest da schon mal dort, genau. Und dann haben wir da auch schon mal richtig dran. Müssen wir noch schauen, dass man keine so unterschiedlichen, also zumindest bei den normalen, Entschuldigung, keinen unterschiedlichen von den neuen TTB RES. Ich finde die Dinger gut. Mal wieder beim Themenwechsel, anderes Spiel. So, dann können wir da eigentlich auch wieder. Auf dem Ding können wir zurück auch wieder. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich, sobald wir jetzt da eine Kreuzungsweiche einbauen, müsste das ganze Spiel eigentlich merken, was wir wollen, oder? Gut, wobei die ist wieder zu nah am Bahnhof dran. So, dann nehmen wir in der letzten Einfahrt wieder mal 40er Gleise. Und dann bauen wir die Kreuzungsweiche ein bisschen außerhalb. So, genau. Und der kommt dann da an auf Gleis Korntal Gleis 1. Das ist doch schon mal ganz gut. So, geh doch du weg. Was passt jetzt dann da wieder nicht? Ah ja, jetzt müssen wir natürlich auch wieder zurück das Ganze. Das heißt, nach der 3 müssen wir natürlich auch wieder auf die 4. Und von der 4 müsste ja dann eh wieder zurückkommen dahin. Tu dann noch nicht, weil er da auch wieder nicht rüberkommt, oder? Also auch hier. Da machen wir es jetzt aber altmodisch. Gut, da haben wir da keine Weichen noch nichts. Jetzt arg. Diese komischen anderen Dinger da mit diesen Lichtern oben. Ein Einfahrsignal mit HP2, das ist schon mal nicht schlecht. Und zwar, da draußen haben wir eh noch nichts. Der kann also ruhig einmal bis dahin fahren.
Wieso fährst du immer auf dem einen Gleis da? Wenn du in Korntal bist und Stuttgart wieder zurück willst, müssen wir im Stuttgart durchs Gleis 1 durch. Geht doch. Aber genauso, nicht anders. Halt. Und zwar fährt der von Dürrelewang nach Korntal. Also, Dürrelewang. Hallo? Nach Korntal. Genau. Und ich würde mal sagen, zum wie spät haben wir es denn jetzt? Nein, es ist schon fast wieder Stunde. Zum Abschluss der Saison fahren wir die Strecke jetzt einfach einmal. Aber damit es da ein bisschen mehr Action gibt, stellen wir jetzt da einmal ein Fahrsignal hin. Und dann werden wir unterwegs zumindest mal ein paar Selbstblocksignale noch hinmachen. Dann können wir ihm nämlich noch ein paar Züge auf die Reise schicken. Und zwar, gut, da brauchen wir ein Fahrsignal nochmal. Das werden wir vielleicht aber eh nochmal alles dann ein bisschen anpassen mit den Signalen. Das wird nochmal, das werden ein paar Mega-Folgen werden mit Signalisierung. Aber jetzt für ein bisschen Action zum Schluss. Passt eigentlich mal so, was ich mache. Ihr dürft mir das gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Ich weiß, dass das Ganze vielleicht immer ein bisschen trocken und unlustig ist oder sowas. Ich versuche es eher ein bisschen aufzuheitern. Ich hoffe, es passt alles. Ich kann jetzt nicht so oft in den Chat drüber gucken, aber ich sonst immer gerne beim TS oder bei anderen Spielen mache. Wenn man halt da guckt, man halt doch viel in Richtung der Kamera und in das, was passiert. Und alles. Also ich hoffe, es passt trotzdem für euch. Jetzt haben wir natürlich genau die Linie. Da, es passt sogar schon, ja. Sind noch alle da oder ist schon alles eingeschlafen, weil da so viel. Keiner schreibt, keiner hat mich lieb, keiner mag mich. So. Da machen wir jetzt mal bunt gemischt. Da schickt mir jetzt mal eine Hamsterbacke, einen 4er Enno und nochmal einen 1440er. Was haben wir denn noch? Die hängen wir mal zusammen, die zwei. Hey, die sind gut. Nee. Machen wir nochmal ein Enno. Den machen wir doppelt. Na, 4er mag ich jetzt da nicht von einem 5-Teiler. Sollen wir doch noch irgendeine S-Bahn nehmen, oder? Das sind das auch nochmal 1440er. Dem klacken wir auch noch zweite drauf. Jui! Rot, grün, rot. Nein, da brauchen wir noch irgendwas Farbiges dazwischen. Das ist alles wieder rot. Uah. Uah. Azubio 423er. Und was hängen wir denn der Azubio noch drauf? Die da. Das ist jetzt mehr grün als hier, als wir rot. auch wurscht. So, jetzt machen wir mal Moment. Jetzt haben wir dann nochmal kurz speichern. 12C. Dann Linienfenster. Das war die da. Und ab die Post. Jetzt schicken wir sie dann aber einzeln auf. Eins, zwei Roder. Dann kommt ein farbiger. Dann kommt die zweite farbige. Dann machen wir nochmal einen roten. Dann machen wir die S-Bahn und dann haben wir den noch hinten drauf. So, lassen wir den Hamster mal wegdonnern. Schaut's denn bei dir aus mit Kameras?
Aha. Der TF bei der Arbeit. Das darf ich nicht. Ja, das ist doch schön. Egal was das ist, da fahren wir jetzt mit. Der Rinaldo Spannhaus ist da. Hallo, wunderschönen guten Abend aus nach Straßfurt. Der Wilhelm 1974 ist auch da. Hallo, guten Abend. Rumi Else ist auch da. Hallo, guten Abend. Jetzt kommen sie ja noch. So, jetzt fahren wir mal da noch. Au. Hup denn da? Boah, da kannst du wieder mindestens 5 Hochspannungs-, also 5 Massen davon kannst du wieder wegreißen und irgendwas selber hier bauen. Das schaut ja auch schon wieder. Sonst noch ist sie. Ja, ich glaube, das ist das noch am schönsten. Die Strecke haben wir, glaube ich, noch nicht gefahren. Aber das ist eigentlich wieder komisch, so Doppelmasten da. Und, das, oh. Also wirklich mit diesem Mod dann wirklich mal zum Schluss probieren, mit diesem Masten entfernen, ob das wirklich geht, dass man die Dinge einfach wirklich rausnimmt dann. Und so geht es dann auch, wenn es nicht zickzack abgespannt ist, aber wir hoffen immer noch auf Transport Fever 2. Anno Rinaldo, natürlich mal gucken. Zur Zeit vor lauter Livestream und Arbeiten und alles und Vorbereitung für den nächsten Livestream und nochmal ein paar Let's Plays. Jetzt ist der Lonesome Cowboy halt nicht da. Jetzt zumindest alles nicht so gerade, weil das hat er doch gesagt, sondern dass sie symmetrisch bauen. Der Bock geht aber gut 160. Ein bisschen kurvig gebaut für einen Lonesome Cowboy. Der Mario Tato ist auch wieder da. Juhu und guten Abend zurück. Schön, dass du da bist, Jung. Freut mich. Ja, ist schon klar, dass es mit den Zickzack-Dingern wahrscheinlich ins Spiel nicht kommen wird, aber. Moin, moin, William Wallace. Rinaldo, wie viele Abonnenten hast du auf deinem Kanal? Es ist schön, dass du bei mir vorbeischaust, lieber Mario Tato, und wieder mal Hallo sagen willst. Hallo zurück. Der nächste Block ein bisschen zu lang gewesen. Ha? Noch keine. Genau. Rote Stein hat geschrieben, lieber Rinaldo, also wenn du mit Mitgliedern rechnest oder sowas oder Mitgliedschaft anbieten willst, dann hast du noch einen langen, steinigen Weg vor dir. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Du brauchst nämlich mindestens 2000 Abos. Und dann kannst du erst mal Monetarisierung auf deinem Kanal aktivieren und dann dauert es noch wieder neues. Also auch wenn du bei 2001 Abonnementen bist, ist nicht automatisch die Mitgliedschaft zum Aktivieren. Das dauert, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ja, dann wieder ran an TPF, lieber Mario Tator. Jetzt hast du wieder wahrscheinlich diesen
Das ist schön, der Düsseldorfer. Jetzt hat man einen Hamster. Hamster ist im Käfig verschwunden. Vorne links gerade noch mal kurz gesehen. Hamster bei der Tunneleinfahrt. Ja, das passt jetzt auch von der Geschwindigkeit einmal, dass man ein bisschen. Kurz kann man die Gleise vielleicht immer auf 60 machen bei der Einfahrt, aber es dürfte einigermaßen passend sein. Wieso habe ich ja keinen PC? Was, du hast keinen PC mehr? Oh Gott. Du Armer. Du bist ja, glaube ich, umgezogen, Mario Tato, oder? Wenn ich es noch richtig weiß. Hast du nicht einen Job gewechselt oder sowas? Aus der Kellnerei, sag ich jetzt mal, glaube ich. Also aus der. Oder verwechsel ich jetzt das wieder so? Im Alter wisst ihr ja oder sowas. Das wird immer schlimmer mit sich was merken und denken und. Abfahrt ICE Berlin, nicht ganz. Aus den Wänden davor müssen wir auch noch was Schönes machen. Dann war schon, dass wir das noch mal ein bisschen besser. Wir müssen auch noch was einfallen. Hoffen wir auf dich wieder zu Transportfieber 2. Ja, das müssen wir auch nochmal in der Hand. Ich schaue einen Scher aus, da bei der Tunnel einfahrt. Aber es ist so schön, dass du wenigstens bei mir dann ab und zu mal vorbeikommst und zuschaust. Das freut mich. Ein bisschen Lust am YouTube gucken hast. Ist ja nicht nur Transportfieber bei mir. Jetzt machen wir mal ein bisschen Schleichwerbung, nur wenn der Autosave ist. Also morgen kommt einmal ein neues Spiel. Ich habe es vor dem Stream einmal in die Community geschrieben. Dürfen mal die Mitglieder abstimmen. Also wie man sieht, also eine Mitgliedschaft entzieht sich bei mir. Die Mitglieder dürfen auch mitreden und ein bisschen mitbestimmen am Kanal. Zur Umfrage drinnen, was morgen gezeigt werden soll. Ich habe zwei Spiele mal zur Abstimmung gezeigt, aber bitte. Da ist ein Hubel drin, das ist grauenhaft. Dann schauen wir mal, was morgen aus den beiden Spielen wird. Oder eins der beiden. Oh, Kieselgrau und Blau. Schöne 420er. Also ich kann zumindest einen kleinen Spoiler auslassen oder sowas, weil Wellenform, genau. Ja, du arbeitest Montag bis Freitag 36 bis 15 Uhr, ja, gut. Fachkraft für Lagerlogistik, ja, ist doch auch nicht schlecht. Besser als wir Gastro mit Sicherheit, ja. Also ich sollte mal so ein kleiner Spoiler, weil der Rote Stein vorhin gefragt hat wegen den neuen TTB RDS oder so. Ich hätte es mal für einen nächsten Livestream am Samstag eingeplant, eins der beiden Szenarien zu fahren, das da mitgeliefert werden. Ich habe bloß bei TTB mal angefragt, weil ich das Szenario gerne umbauen würde. Also ich möchte nicht mit der 151er fahren, sondern ich habe da eine andere Lok mal getauscht, mit der ich das Ganze fahren möchte. Und das wäre so als erste. Das wäre die letzte. Genau, das vierte Szenario, das wir am Samstag fahren. Wenn es mir genehmigt wird. Ich möchte zur Sicherheit mal nachfragen, ob ich die Lok einfach wirklich tauschen darf. Und wenn es genehmigt wird, dann wäre mal das Szenario mit diesem neuen RDS-Güterwagen von TTB am Samstag im Livestream fahren. Und dann können wir uns die Dinge mal anhören und ansehen. PC kommt mit Transport mit der BR612.
Christian Gutschall ist wieder aus Erfurt zurück. Oder meldet sich aus Erfurt. Hallo. Morgen normalerweise dann auch 20 Uhr und Dienst, am Donnerstag haben wir ja schon gespannt auf den Livestream vom Super Ricci mit der neuen Schweizer Strecke. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Freue mich, wenn uns das Sven die wieder präsentiert. Also wer es noch nicht in Erinnerung hat oder noch nicht weiß, Donnerstagabend Pflichttermin, glaube 18 Uhr auf seinem Kanal. Gute Nacht, Mario Tator. Schön, dass du da warst. Schaust einfach mal wieder morgen oder am Samstag vorbei oder nächste Woche. Würde mich freuen. Ich glaube, dass beim Sven 18 Uhr drin steht. Müssen mit ÖPNV anbinden, also bei der nächsten Folge machen wir nochmal eine Linie fertig und dann werden wir mal die Städtchen nochmal überall mit öffentlichem Nahverkehr ausstatten, mit SU-Bahn, Tram und welche sonstigen Bahnen und Nahverkehrsmitteln, damit die da auch schleunigst immer zum Bahnhof kommen, damit hier ein bisschen mehr Leben in der Bude ist. Dann werden sie jetzt wahrscheinlich eher wieder alles überrennen und zu Tausenden wieder auf die Bahnsteige strömen. Das können wir brauchen, dann können wir dann mucha monetas herein. Martin Reutz ist auch da, hallo. Ja genau, Rinaldo, der Superdeutsche möchte ja morgen um 18 Uhr, da freue ich mich auch schon, die neue Schweizer Strecke präsentieren. Der Sven, bin ja mal gespannt, vor allem auf die Lok 2000, da ist ja glaube ich die Baureihe RE460 auch mit dabei. Bin mal gespannt, wie sich die dann fährt und was das ganze Paket kostet und so weiter. Ist immer gut, wenn der Sven sowas zeigt oder was, so kann ich das immer ein bisschen nachentscheiden, ob ich mir die Strecke dann auch gleich kaufe, dann ein bisschen warte. Im Schweizer Signalsystem bin ich noch nicht so bewandert und man hat es ja leider am letzten Samstag gesehen, auch mit dem ZUP. Das ZUP hat mich etwas zwangsgebremst immer wieder. Muss ich auch noch üben. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht bis zum Samstag oder morgen im Livestream nochmal noch das 10. Mitglied feiern können. Da bin ich auch schon mal gespannt. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendeiner mal noch Mitglied werden möchte bei mir, dann wir die 10 voll haben. Bin ich gespannt morgen. Irgendwo dann da so schön spiele oder bastle und baue oder was auch immer mache da. Oder fahre oder fliege oder. Das wissen nur die neuen Mitglieder bis jetzt. Und pssst, keiner fährt etwas. Ja, schauen wir mal, ob es der Ricci ist. Der Ricci ist einmal schon ein wenig ein Schweizer, in der Schweiz unterwegs gewesen. Also live oder sowas, hat man in schönen Fotos von seinem Urlaub gesehen, wie er beim Matthias Alexander von Mütrich war. Nächstes sollte es wieder. Nein, habe ich es falsch geschrieben. Dürrlewang, da fehlt es eh noch. Ein Hamster. Also zumindest werden wir am Samstag einmal das erste, was ich schon mal sagen kann, wird sich der Andreas Dange wieder freuen, in Österreich unterwegs sein, auf der neuen Alberg, also bei mir zumindest, im Summer Sale von RSS Salori ja gekauften Albergbahn unterwegs sein. Aber da haben wir ja morgen auch ein bisschen mehr Schleichwerbung dann dafür und
schön langsam hier rein in den Bahnhof und dann haben wir unser Ziel für heute erreicht. Ja, es geht doch richtig schön, also mit normalen Steigungen, ohne Hügel, ohne Äußere. Oh, schön rüber über die Weiche. Doch alles gut. So. Ja, das wissen wir, dass die alle noch nicht am Straßennetz angeschlossen sind. Alles ist gut, liebes Spiel. So, dann machen wir hier mal Pause. Und dann verabschiede ich mich bis euch. Bis euch, ja. Ich verabschiede mich bis euch von morgen. Na, also, ich verabschiede mich von euch bis morgen. Ich hoffe, dass wieder zahlreiche Zuschauer dann bei dem Überraschungs- oder bei dem neuen Livestream dann mit, was heißt neuen Livestream, bei dem neuen Spiel dann mit dabei sind. Freue mich dann schon auf morgen. Bin selber gespannt, wie meine Mitglieder abstimmen werden. Es sind da zumindest jetzt noch ungerade Mitglieder, also hoffe ich, dass auch ein eindeutiges Ergebnis rauskommt. Dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen zum Livestream für ein neues Spiel. Ich verabschiede mich von euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Ich denke an dich, Andreas Dangl. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffe, weil es ein bisschen stressig ist, aber am Wochenende, nächste Woche, werden wir das auf alle Fälle über die Bühne bekommen. Ich denke an dich auf alle Fälle. Wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen, alles Liebe und Gute wünscht euch, euer Maverick.